du, sag mal, was für ein Sternzeichen bist du? Zwilling. Ach was, und? Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Oh, interessant. Und was bist du meistens? Mr. Hyde. Und Dr. Jekyll? Tagsüber Jekyll und nachts Mr. Hyde. Ach, deshalb bist du so. Du? Aha, ich hab's gewusst. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Zwilling also. Hm? Aszendent Schweinehund oder was? Hallo, Kalle. Ja. Hallo Leute, da bin ich wieder. Euer Kalle von Astro TV. Kalle. Ja, ist ja gut. Kalle von Spencer TV. Leute, bei diesem Wetter bekomme ich glatt Frühlingsgefühle. Du? Ja, das ist ja besseres Frühlingswetter, als es in manchem Sommer so Wetter gibt. Man kann sich schön die Sonne auf die Birne brezeln lassen. Auf den Pelz? Werd nicht frech, ja? Und grillen? Die zirpen, weiß ich. Mhm, nachts. Aber jetzt doch noch nicht. Doch, dich. Was? Ich? Ich will mich doch nicht grillen lassen. Was da alles passieren könnte? Pelzbrand. Oh, untersteh dich. Das bringt uns hier nicht weiter, sehe ich schon. Aber damit ihr bei diesem sommerlichen Frühlingswetter schon mal einen Vorgeschmack auf demnächst bekommen könnt, hier ein Blick ins Dorf aller Dörfer, ins Spencerdorf. Da werden zur Abwechslung mal wieder die Zwillinge hops genommen. Hallo Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen, da bin ich wieder, euer lieber guter alter Spencer. Hallo Leute! Leute, Sommeranfang, die weißen Nächte. Es ist warm, der längste Tag, die kürzeste Nacht, Midsommernacht, Johannisnacht. Wir wollen ein bisschen beisammen sein, das ganze Dorf, und die Quietschboys singen. Oh, was ist? Da ist er! Na, wer denn? Na, mein Sonnenuntergang. Oh, ja, schön. Toll, nicht? Ja. Also Elvis, ich habe immer noch nicht verstanden, warum wir unseren Treff zur Midsommernacht ausgerechnet hier im Studio veranstalten müssen. Na, aus Sicherheitsgründen, ist doch klar. Bitte, sag das bitte nochmal. Was soll denn das eigentlich für eine Sicherheit sein, ne? Vor dem Wetter, wenn es regnet. Aber das Wetter ist doch fantastisch. Na, da haben wir eben Pech gehabt. Moment mal, sag das nochmal. Das Wetter ist fantastisch und wir haben Pech gehabt. Tja. Spencer, versteh doch, das konnten wir doch vorher nicht wissen. Hm? Wenn es in Strömen regnet und wir sind draußen verabredet, dann ist die ganze Sache... Dann haben wir Pech gehabt. Richtig. Hm. Und damit das nicht passiert, habe ich wegen der Wetterunsicherheit vorsorglich Wetterunsicherheit, aber Elvis, das Wetter ist blendend, es ist gut. Ja, aber es könnte doch... Hm? Ach, Spencer, ich geb's auf. Es könnte? Von Sicherheit hast du eben... Keine Ahnung. Hier ist die Musik. Ja, wo kommt denn die Musik? Ich hin damit. Na, ich dachte, da hinten in die Ecke zu den Kakteen. Ja, aber das ist doch so pixig und so eng. Das wird schon gehen. Na gut. Aua, sag ich. Aua. Na, Leute. Kann das mal aufhören? Ja, wo soll ich denn eigentlich hin mit der Affen? Kiste? Da hinten zu den Kakteen. Ach so. Komm, Otto. Macht mal Platz. Ja, Leute, ihr seht, das Volk strömt bereits in Scharen zu uns ins Studio. Hm? Jetzt guckt euch doch mal an, wie sie am warmen Sommerabend strömen. Hm. Hallo, Niki. Hallo. Hallo, Nepomuk. Hallo. 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 Was? Oh, guck doch mal da. Was ist denn da? Zur Sommersonnenwende ins Studio gehen? Das ist ja blöde, weil da sind nämlich gar keine Fenster. Ja, hast recht. Das ist ja wieder so eine bekloppte Idee von Elvis. Also. Du, nichts gegen Elvis. Moment mal, einen Augenblick. Passt mal auf. Aua, ja. Wir gehen jetzt ins Studio. Schnappen uns dort die Musik, gehen dort wieder raus und feiern dann an der Kreuzung Sonnenwende mit der Sonne. Oh, ja. Klasse! Prima. Aber nur, wenn es auch was Anständiges zu trinken gibt. Oh, wartet auf mich! Oh Mensch, erst war das da hinten so pixig und hier ist das so eng. Auf geht's, Quietschboys! Unser Treffen findet im Freien statt. Los, vorwärts! Elvis, komm mit zum Feiern, komm!
meiner Sonne hier auf Video. Oh. Weißt du was? Du kommst jetzt mit mir mit. Ja. Nichts ist schöner als Sonne echt. Ja! Ach so, Leute! Leute, es geht weiter bei der Kreuzung. Wenn der Nachtmond milde lächelt, alles wirkt unwirklich blau. Und der Nachtwind Briesen fächelt, ist es draußen mild und blau. Mildsommernacht, Mildsommernacht, folgt auf den längsten Tag im Jahr. Mildsommernacht, Mildsommernacht, ist kurz, hell und klar. In einer lauen Sommernacht wirkt dieses Schloss wie ein Palast. Jetzt verabschiede ich mich. Ich wünsche euch eine schöne, kurzweilige, kürzeste Nacht. Alle zusammen. Tschüss. Hey, tschüss. Dann habt ihr auch eine schöne, gute Nacht. Kathi, Poldi, ja, wollt ihr noch mit zu uns kommen? Hm? Ja. Oh ja, es ist so schön an einem so warmen Sommerabend wie heute. Ist das echt eine Einladung? Ja, ja, ich mix uns auch einen Zitronen-Soda-Shake. Da gehen wir wohl mit, was, Poldi? Ja klar, auf so einen Shake, da war ich schon immer scharf. Los geht's. Komm, da war ich auch scharf drauf. Ja, Leute, da würde ich auch gerne mittrinken. Aber ich bin so müde und außerdem bin ich ja gar nicht eingeladen. Ihr kennt den Zitro-Orangen-Soda-Shake noch nicht? Na, Mona sagt euch das Rezept. Auf dem Hausboot. Mmh. Also der ist aber auch wirklich zu köstlich. Ja, wirklich. Was hast du denn da reingemixt, Mona? Ach, 4 Orangen, eine Zitrone, ein Löffel Honig, ein Schuss Ketchup, mit 2 Spritzern Obstessig abgerundet, mit Soda aufgefüllt. Ne? Ist ja ein doller Vollmond heute. Ja, schön. Ja. Aber langweilig. Zum Sommerabend im Dorf, da passiert ja gar nichts. Nee. Doch. Tolle Sachen passieren hier. Was? Aber bloß nachts, wenn alle schlafen. Vor allem bei Vollmond. Was ist bei Vollmond? Ja, was denn? Wisst ihr das nicht? Nö, was soll denn da sein? Erzähl doch mal. Ja, also bei Vollmond, da. Ja, da. Ja?
Na, du weißt das doch, Kasi, da tanzen die Geister. Es gibt doch gar keine Geister, Kasi. Was? Hast du eine Ahnung? Jede Menge bei Vollmond um Mitternacht, stimmt's, Kasi? Was? Ach so, ja, um Mitternacht, da könnt ihr die Wassermänner tanzen sehen. Was? Ja, beim dritten Schachtelhalm links. Oh. Ihr erzählt das so, als ob ihr sie gesehen hättet. Ja. Haben wir doch. Kasi war dabei, gell? Oh. Was war ich? Vor 4 Wochen, beim letzten Vollmond, hä? Ach so, ja, vor 4 Wochen, ja, da war ich dabei. Mhm. Die flunkern uns doch was vor. Ja, nein, ja, ja. Das ist echt wahr, ehrlich. Mhm. Aber dann müssten die Wassermänner ja heute Nacht wieder tanzen, ja, oder? Ja, wenn sich da keine Wolke vor den Mond schiebt, um Mitternacht. Was meinst du, Mona? Ich hab Angst. Ja, ich auch. Aber ich bin auch neugierig. Ich auch. Und wenn die Jungs mitmachen, ja. Was? Wir? Nö, wir sind jetzt ziemlich müde. Doch. Nicht, Poldi? Oh, ja. Puh, was sind wir müde, ja, weil wir vor 4 Wochen so spät ins Bett gekommen sind. Also, naja, beim dritten Schachtelhalm. Ja, links, der dritte Schachtelhalm. Die kommen aber bloß, wenn ihr dreimal... Koriander-Rhabarber singt. Hä? Was für ein Quatsch? Das ist kein Quatsch. Das beschwört die Wassermänner. Wie geht denn das? Aufgepasst. Koriander-Rhabarber um Mitternacht. Koriander-Rhabarber, die sichtbar macht. Koriander-Rhabarber, oh Wassermann. Wir möchten, dass man dich sehen kann. Erzähl doch mal genau von den Wassermännern. Ja. Ach, nö. Wir möchten jetzt lieber gehen. Genau, wir möchten jetzt lieber gehen, weil es Zitronendings da ist alle und müde sind wir, wie gesagt, gut, auch. Sehr müde. Also tschüss und vielen Dank auch. Ja, bedanken tue ich mich auch. Ja. Schön, dass ihr da wart. Danke für die tolle Neuigkeit, ja. Glaubst du, dass die gehen? Klar gehen die. Und morgen kommen sie dann und sagen, da waren keine Wassermänner und so. Du stellst den Wecker? Ja, auch kurz vor Mitternacht. Aber ich hab so Angst. Ja, ich doch auch, aber für alle Fälle. Werden die enttäuscht sein, dass da nichts tanzt am dritten Schachtelhalm links? Mann, Kasi! Aua! Ist was? Nö, ist nix. Gute Nacht. Gute Nacht. Bist du verrückt, mich so in den Boden zu rammen? Kasi, wieso tanzt da nichts um Mitternacht, hä? Ja, aber Polly, das weißt du doch selber, weil wir das doch alles bloß gesponnen haben. Genau. Deswegen müssen wir dort tanzen. Wir als Wassermänner. Wir? Ja, genau. Wir gehen jetzt zu Lulu und da holen wir uns weiße Laken und Verkleidungszeug und dann machen wir den großen Zwilli-Schreck. Prima Idee. Komm. Wassermänner sind bestimmt nicht schlimm. Na, ich weiß nicht. Wasser ist doch so weich. Ja, kann man drin untergehen. Rein, Poldi. Was ist denn? Da rein. Ja, aber wieso? Wir brauchen doch die Laken. Ja, aber wenn wir die wecken, dann kriegen die alles raus und sagen den Zwillingen Bescheid. Ach so. Ja. Nee, das geht nicht. Wir holen die Laken von dir. Ja, genau. Was? Und dann hier. Aber ja, ich hab doch in der Wäscheleine nehmen wir noch so ein bisschen Fummelzeug zum Dekorieren. Poldi, ich hab doch nur 2 Laken. Aber wir sind doch auch bloß 2 Wassermänner. Guck doch mal, wie spät es ist. Ganz, ganz vorsichtig, ja? Ja, auf den Wecker. Ah, der Wecker ist voll im Mondlicht zu sehen. Es ist fast 23:30. Hey, Poldi, was machst du denn da noch? Wasser pflanzen, damit wir echt aussehen. Ach, Poldi, lass sie doch erst mal liegen. Gut, also erst die Laken. Ab geht's. Schläfst du? Nö.
Soll ich mal gucken? Ja. Nö. So, Achtung, Poldi. Ist gut. Schluck. So, und jetzt das Zweite. Och, was ist denn? Soll ich die ganze Nacht hier warten? Wird's bald. Gut siehst du aus, wie ein echtes Gespenst. Ja. Buhu. Komm herunter. Komm herunter zum Meer, damit ich dir erschrecken kann. Ich werde mir als Wassergeist eine ganz tiefe Stimme zulegen. Ja. Und ich werde mir eine ganz gefährliche Stimme zulegen. So. Und jetzt lass uns zum Hausboot gehen. Mhm. Wenn ich jemand gähnen sehe, muss ich auch immer gleich gähnen. Ja, lass uns gehen. Wie spät? 15:45. Jetzt schlafen wir überhaupt nicht mehr ein. Ach, der Wecker macht mich ganz verrückt. Weißt du, mich auch. Lisa, meinst du wirklich, wir gehen? Nö. Vielleicht gucken wir bloß aus dem Fenster. Hä? Aber vom Fenster aus kann man den dritten Schachtelhalm von links nicht sehen. Das stimmt. So, Poldi. Ja, nur noch die Wasserpflanze. Ja, und Lulus Tücher zum Drapieren. Guck mal. Hey, Poldi, Sie sind eingeschlafen. Dann guck doch mal, wie spät es ist. Immer noch 23:30. Immer noch? Das ist aber komisch. Ich kann es nicht genau erkennen, weil doch das Mondlicht wandert. Ach so, ja. Aber wenn es erst 12:30 ist, dann warten wir einfach hier. Los, zum dritten Schachtelhalm links. Wo ist denn links? Hier, komm schon. Mach doch mal das Licht an. Los, raus. Ja, du, geh du mal voran. Du bist doch 2 Minuten älter. Stimmt doch. Ah, was ist das? Das ist die Kirchturmuhr in der Haller Straße. Ja. Mitternacht. Klingt so friedlich. Die hört man nur in ganz klaren Sommernächten. Ja. Los, komm, ich geh vor. Ja, sei vorsichtig. Ich fürchte mich so. Keine Angst, Lisa. Ich bin ja bei dir. Tür zu machen. Los, komm. Wart doch. Die Wassermänner. Hab keine Angst, Lisa. Sein. Jetzt aber. Oh, ich bin so aufgeregt. Pass auf. So, hier sind die Halme. Erste Schachtelhalm. Zweiter. Dritter, da. Hier muss es sein, Lisa. Jetzt fang an zu singen. Ja. Zusammen oder gar nicht? Ach, Mensch. Komm. Also gut. Ja. Stell dich hinter mich. Ja. Komm. Koriander, Rhabarber, um Mitternacht. Koriander, Rhabarber, dich sichtbar macht. Koriander, Rhabarber, oh Wassermann. Wir möchten, dass man dich sehen kann. Koriander, Rhabarber, oh Wassermann. Wir möchten, dass man dich sehen kann. Koriander. Jetzt bin ich aber gespannt, Lisa. Ihre Wasserwellen weisen.
der Wassermann. Er scheint nur dann, ruft man ihn leise singend an. Wassermänner, groß und klein, müssen gute Schwimmer sein. Das glaubt uns keiner im Dorf. Außer Kasi und Poldi. Ja, die schon. Ja. Wassermänner, Wassermänner. Nicht weggehen, hier bleiben. Ja, gebt uns doch irgendwas als Andenken. Ja. Was denn? Naja. Eure weißen Gewänder. Nein. Ja, oder ihr schreibt uns einen Brief. Oh ja. Ja, das wäre schon möglich. Nein, es geht nicht. Doch, das wäre sehr wohl möglich. Um 12:30 am dritten Schachtelhalm längs findet ihr den Brief. Also gut, wir versuchen das, wenn wir es nicht vergessen. Aber jetzt, hosch, zurück in euer Bier. Hosch. Oh, Wassermänner sind ja gar nicht so weich wie Wasser. Das stimmt. Oh. Komm, wir stellen den Wecker auf 12:55. Ja, Lisa. Komm rein. Oh, Poldi, wie sollen wir denn an den Brief kommen? Den soll uns der Lexi schreiben. Hä? Und zwar soll der schreiben: Hallo, ihr blöden Gänse. Ihr glaubt aber auch wirklich alles. Eure Auslacher, Kasi und Poldi. Hey, warum ziehst du denn den Geist aus? Brauchen wir doch nicht mehr. Wir stellen den Brief an den Schachtelhalm, gucken uns das von Weitem an und lachen uns kaputt. Hey, nimm mal mein Laken mit. Worauf soll ich denn sonst schlafen? Ja, ist gut. Ach, Poldi, das mit dem Brief war falsch. Ich mach nie was falsch. So. Aber du bist ein Feigling. Ach, nee. Doch. Nee. Doch. Nö. Hört ihr das an? Ja, da streiten sich die Geister. Ich will dir fressen! Oh, Poldi! Was macht ihr denn hier? Ja. Nix, wir machen hier gar nichts, wir gehen schon. Halt! Nein, halt! Ihr hattet recht! Ja. Mit was? Wir haben die Wassermänner tanzen gesehen. Ach so? Ja. Und wie war's? Oh, toll! Ja. Ganz toll! Ganz in weiß waren sie gehüllt. Ja! Schön. Was habt ihr denn da in der Hand? Was? Ach, das ist bloß ein Taschentuch. Ja. Zwei größere. So. Und sie schreiben uns einen Brief. Ja. Der blöde Brief. Das ist gar nicht blöde. Nee, gar nicht blöde. Woher weißt du denn das mit dem Brief? Ach, der weiß das von vor 4 Wochen. Da schreiben die nämlich immer Briefe, die Wassermänner, weißt du? Ja, der kommt 12:30. Ja, in 5 Minuten ist es. Wir haben nämlich den Wecker gestellt. Wir müssen jetzt leider gehen. Ja, komm, Poldi. Jetzt kommt er gleich. Ja, mal sehen, vielleicht ist ja schon was am dritten Schachtelhalm. Wir warten bis 12:30, ja? Ja, aber ich bin noch schon so gespannt. Oh, leise. Lexi! Du musst uns ganz schnell einen Brief schreiben! Nein! Doch! Wir sind doch die Wassermänner! Nein! Doch! Wir haben den Zwillis einen Brief versprochen, verstehst du? Nein! Lexi! Hey, Lexi! Schreib! Hallo, ihr blöden Gänse! Nein! Du, der schreibt uns keinen Brief! Also gehen wir, komm! Du, Poldi! Aber der Brief! Ach, lass den Brief! Wir müssen jetzt auslachen gehen, hopp! Wann klingelt denn endlich der blöde Wecker? Wenn man drauf wartet, ist es am schlimmsten. Ja. Jetzt aber. Oh, Lisa. Genau 12:30 Uhr. Los zum Schachtelhalm 3. Schachtelhalm 3. Schachtelhalm 3. Warte auf mich. Ja, Schachtelhalm 3. Beeil dich allein. Wir müssen zusammen und jetzt eile. Sehe ich schon. Siehst du was? Halt 1, 2, 3. Hier. Da. Oh. Oh, hier ist. Siehst du
Tja, Mensch. Also hier ist kein Brief. Nicht ein Fitzelchen Papier. Nein. Das können die doch mit uns nicht machen. Wenn sie das mit euch machen können. Was macht ihr denn schon wieder hier? Na, wo ist denn euer toller Brief? Hä? Ja. Noch nicht da. Ja. Die Wassermänner-Briefträger haben eben Verspätung. Nee. Der Brief kommt überhaupt nicht. Woher willst du das denn wissen? Ja. Weil nämlich wir das waren. Oh, was wart ihr? Na, die Wassermänner, Elchi. Ihr? Da müsst ihr aber früher aufstehen, damit wir das glauben. Aber nein, wirklich. Wir waren das. Guck dir doch mal die Wichtigtour an. Die hatten ganz andere Stimmen, also. Sprach der eine nicht so? Und der andere so. Ihr macht das gar nicht schlecht nach. Wir machen das doch gar nicht nach. Wir waren das. Ach, so ein Quatsch. Aber dass der Brief nicht da ist, das ist doch ein Zeichen, dass wir es waren. Ja, wieso das denn? Ja, wo ist er denn sonst, der Brief? Ja, den haben die Wassermänner vergessen. Ja, falsch. Der ist nicht da, weil wir gar nicht schreiben können und der Lexi immer nee gesagt hat. Also falsch. Die Wassermänner haben extra gesagt... Also gut, wir versuchen das, wenn wir es nicht vergessen. So, Zinnis, und jetzt hört mal zu. Ja? Bei euch waren keine echten Wassermänner, sondern es waren wir. Was? Ja. Und was ist das? Hier. Das ist Kasis Laken. Ihr könnt ja ruhig glauben, dass ihr das wart. Für uns haben jedenfalls die echten Wassermänner getan. Ja, wir für euch. Ja, guck doch mal hier, das Laken. Oh, Poldi, die machen mich wahnsinnig. Ja, mich auch. Komm, Lisa, wir gehen zu Bett. Ja, das machen wir. Ach ja, und passt ja auf, wenn die Kirchturmuhr in der Haller Straße 1 Uhr schlägt. Ja, da schlägt's viermal hell und einmal dunkel. Bing, 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 bing. Ja. Und wenn ihr dann die Wassermännergewänder anhabt, dann werdet ihr zu echten Wassermännern. Was? Auf ewig! Auf ewig! Komm, Lisa. Ja, wir gehen ins Bett. Kasi, meinst du echt? Nein, doch nicht unter meinen Laken. Na, ich weiß nicht. Probieren wir es. Ach, Kasi. Ich glaube, die Reingelegten haben die Reinleger als echt reingelegt, hä? Ja, das haben sie. Um Mitternacht, bei Vollmond, und wie die Wassermänner getanzt haben. Oder behaupten, diese Lümmel, der Poldi und der Kasi, die seien das gewesen. Angeber. Ja. Gute Nacht, Schwester Herz. Gute Nacht, Schwester Herz. Poldi? Ja. Mir ist so komisch. Mir auch. Ich bin gar nicht sicher, ob ich noch Kasi bin. Und ich? Ich weiß nicht, ob ich noch Poldi bin. Weißt du, wer wir sind? Die Wassermänner! Die Wassermänner. Ach, Leute, war das nicht eine herrliche Wassermann-Mitsommernacht? Tschüss, Leute. Tja, Leute. Wer hier wem was vorgegaukelt hat, wird nicht so ganz klar. Oder doch? Aber jedenfalls, Poldi und Kasi haben sich so sehr in ihre Rolle versetzt, dass sie sich als Wassermänner fühlen. So wird aus Spiel... Spaß. Ja, sag ich doch, ein richtiger Sommernachtsspaß. Also Leute, wenn's gefallen hat, bitte Daumen hoch und Abo, wenn's beliebt. Euer Kalle von Spenzer TV. Sag mal... Wenn du wieder Mr. Hyde spielst... Wieso spielen? Also langsam wirst du mir unheimlich. Bei Vollmond zum Beispiel. Leute, sowas kommt dabei heraus, wenn man mit dem Teufel ein Tänzchen wagt. Ja, der tritt einem im Teufelshuf. Hilfe! Tschüss!
Sag mal, Kalle. Was ist? Schwitzt du eigentlich außen oder innen? Genau genommen, sowohl als auch. Aber jetzt doch nicht. Nee.